Ganz ruhig, mein Schatz. Weißt du was? Jetzt ist Schluss mit nervös sein, hm? Jetzt geben wir beide unser Bestes. Jetzt zeigen wir denen da draußen, was für ein Team wir sind, hm? Und zur Belohnung geht's nach Dubai. Wo ist denn Luise schon wieder? Sie ist doch längst aufgerufen. Will sie disqualifiziert werden? Los, Ole, ich suche sie und du sagst Bescheid, dass wir noch ein paar Minuten brauchen. Alles klar. Und als nächstes, meine Damen und Herren, sehen Sie die Favoritin des heutigen Turniers. Die als Luise! Luise! Hier in Luise, los jetzt, du bist dran! Ich verstehe nicht, wieso Pilot so nervös ist. Ich glaube, es zieht ein Gewitter auf. Kannst du dich bitte beeilen? Gib ihm noch eine Minute. Bitte. Eine halbe. Ich sag Bescheid, dass wir unterwegs sind. Luise? Axel. Hey, Kleine. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Und toll siehst du aus. Du auch. Was machst du hier? Ich vertrete den Turnierarzt. Mein Gott, wie lange haben wir uns nicht gesehen? Mindestens 1000 Jahre. Sag mal, Luise, spinnst du eigentlich? Die warten alle auf dich. Ich weiß. Komm. Also ich muss dann. Hey, du Axel. Schön war es, dich zu sehen. Mach's gut. Und viel Glück. Danke. Soll ich Pilot zur Dopingkontrolle bringen? Nö, das machen wir selber, ne? Ciao. Ciao. Bis dann, ihr beiden. Fertig. Bist ein braver Junge. Seit wann bist du Turnierarzt? Ich hab dich noch nie auf einem Turnier gesehen. Ich mach das nicht so oft. Ich bin nur eingesprungen. Glaubst du nicht wirklich, dass ich Pilot gedopt hätte? So was würde ich niemals machen. Das weiß ich, Luise. Ich mach hier nur meinen Job. Es ist also ein Traum erfüllt und bist Tierarzt geworden, hm? Was sagte dein Vater dazu? Ich meine, er wollte doch immer, dass du unbedingt in seiner Bank anfängst. Väter, dir muss ich doch nicht sagen, dass man irgendwann seinen eigenen Weg gehen muss. Ja. Wie geht's dir sonst? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Keine Frau, keine Kinder. Ich bin seit ein paar Jahren geschieden. Meine Ex-Frau wollte nicht auf dem Land leben. Aber das verstehst du doch am besten. Wem erzähle ich das? Ich bin damals nicht weggegangen, weil ich was gegen das Landleben hatte. Das weißt du, Axel. War einfach kein Platz mehr für mich. Aber ich fand's schade, dass du einfach so verschwunden bist. Ach ja? Ich dachte immer, dass du mich gar nicht leiden kannst. Ich? Ich hab dich gehasst, weil du beim Wettreiten immer gewonnen hast. Ja, stimmt. Irgendwie haben alle gedacht, dass du wieder zurückkommst. Nein, nicht solange Marianne da ist. Das war für mich immer klar. Na komm.
Tut mir leid, dass du warten musstest, Marianne. Bin ich losgekommen aus der Bank. Entschuldige bitte. Ich weiß ehrlich gesagt sowieso nicht, was du noch von mir willst. Ist doch längst alles entschieden. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Luises tollem Sieg. Ja, das macht sie wirklich gut. Großartiges Mädchen. Schade, dass Peter das nicht mehr miterleben kann. Tja, dann lass mich dir mal meinen Vorschlag unterbreiten. Henrik, bitte, wir haben das doch schon so oft besprochen und ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich kann das nicht glauben, Marianne. Hör mir zu, ich habe dir einen wirklich guten Vorschlag zu machen. Komm erst mal rein. Und wieso kommst du nicht jetzt zurück? Das geht nicht. Wir fliegen nächste Woche schon nach Dubai. Markus Segerstedt und ich werden die Leitung des Gestühls von Scheich Abdul übernehmen. Und die Verträge sind schon unterschrieben. Verstehe. Aber damit lässt du zu, dass Rosenfeld in fremde Hände geht. Was? Was soll das heißen, Rosenfeld geht in fremde Hände? Das weißt du gar nicht. Sie hat gesagt, du hast kein Interesse, weil du sowieso nach Dubai gehen willst. Kein Interesse, ja? Ich weiß von nichts. Das geht doch nicht, sie kann doch nicht einfach... Natürlich kann sie. Sie ist die Besitzerin, sie kann damit machen, was sie will. Rosenfeld ist der Generation im Besitz deiner Familie. Ja, aber jetzt gehört es ihr. Und ich habe nicht das Recht, mich da einzumischen. Und außerdem, mein Leben findet ganz woanders statt. Tut mir leid, dass ich überhaupt davon angefangen habe. Ich habe angenommen, ich gedacht, du wärst noch nicht so weit weg. Das ist nicht meine Schuld. Ich hatte damals keine andere Wahl. Und jetzt ist es eben so, wie es ist. Fertig. Fertig. Mein großer Sieger, ja. Toll, ja. Markus, bitte Markus, jetzt sei nicht sauer. Ich hab dir doch erklärt, es geht um Rosenfeld. Ja, natürlich weiß ich, was ich sage. Aber ich kann nicht so tun, als wäre mir das egal. Ich muss wenigstens mit dir reden. Na klar bin ich heute Abend zurück. Markus, bitte sei nicht unfair, ja? Ich weiß, was ich tue. Okay, dicker Kuss. Jedoch. Mädchen, du bist es wirklich. Henry, wie geht's dir? Gut wie immer. Das ist schön, dass du da bist. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Sieg. Wir sind alle mächtig stolz auf dich. Dankeschön. Tja, und jetzt bist du da. Du wirst sehen. Zusammen werden wir Rosenfeld schon wieder auf die Beine bringen. Henry, ich glaube, du verstehst da was falsch. Ich bin nur gekommen, um mir noch einmal alles anzuschauen, bevor Marianne Rosenfeld verkauft. Aber das kannst du nicht machen. Ich meine, dein Vater würde sich im Grab umdrehen. Du hast doch eine Verpflichtung gegenüber dem gestellt. Ja. Aber wie du weißt, gehe ich nach Dubai. Ich habe da ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann. Meine Güte, Henrik, ich bin schon so lange weg. Über 10 Jahre. Fast mein halbes Leben. Ja, und? Dass es ein Fehler war, wegzurennen, musst du doch inzwischen erkannt haben. Luise, du gehörst hierher. Mein Gott, jetzt hast du die Chance, alles noch mal in die richtige Richtung zu wenden. Henrik, ich flieg am Sonntag. Tja, natürlich. Es war dumm von mir, entschuldige. Also dann, wünsche ich dir viel Glück. Mach's gut, Kleine. Und wenn du mal Heimweh hast... Dann komme ich sofort zu dir. Tja...
Wäre schön gewesen. Wäre wirklich schön gewesen. Steenfeld. Vorhin war sie auf der Terrasse. Vielleicht ist sie da noch. Gut, dann schaue ich mal. Hey. Marianne. Luise, bist du es wirklich? Ach komm bitte, Marianne. Tu nicht so, als würdest du mich nicht erkennen. 13 Jahre sind eine ziemlich lange Zeit. Damals warst du fast noch ein Kind. Naja, besser gesagt ein ziemlich schlecht gelaunter Teenager. Was willst du hier? Dein Elternhaus noch mal sehen, bevor du Schweden verlässt? So viel Gefühl hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du darfst Rosenfeld nicht verkaufen. Ah. Und warum nicht? Das weißt du ganz genau. Rosenfeld war Papas Leben. Die Pferde waren sein Leben. Da hast du recht, ja. Sie waren sein Leben. Sein Leben. Meins waren sie nie. Deswegen gehe ich auch weg von hier. Aber das kannst du nicht machen. Paps würde es das Herz brechen. Ich tue, was ich muss. Das hast du damals gesagt. Du hast einfach gemacht, was du wolltest. Ich? Ich hab gemacht, was ich wollte. Du hast mich hier nicht haben wollen. Erinnerst du dich? Du hast alles daran gesetzt, mich loszuwerden. Weil du mir mit deiner gottverdammten Eifersucht das Leben so schwer gemacht hast. Mir und deinem Vater. Ich find's unglaublich, wie du dich hier aufspielst. Du sagst, ich würde deinem Vater das Herz brechen. Wenn das jemand gemacht hat, dann warst du das. Du hast ihn verlassen. Und dann hast du auch noch das Erbe ausgeschlagen, wenn ich dich daran erinnern darf. Er hätte es in der Hand gehabt damals. Ich wäre niemals weggegangen, wenn er dich... Wenn er mich verlassen hätte, ja. Das war die Wahl, vor die du ihn gestellt hast. Du hast es einfach nicht ertragen, dass er sich in mich verliebt hat. Weil du nicht die Richtige warst. Du warst viel zu jung und wolltest ihn nur ausnützen. Dein Vater hat es anders gesehen. Ich habe ihn geliebt. Ich war bei ihm, als du ihn verlassen hast. Ich war bei ihm, als er Probleme mit dem Gestüt hatte. Und ich war bei ihm, als er starb. Ich glaube nicht, dass man das ausnützen nennen kann. Aber warum? Warum willst du das Gestüt dann verkaufen, wenn du ihn so geliebt hast? Mein Gott, ich habe 3 Jahre versucht, es zu halten. Ich kann es einfach nicht. Die Schulden wachsen mir über den Kopf. Ich bin einfach kein Pferdemensch. Schulden? Rosenfeld ist verschuldet? Das wusste ich nicht. Wieso hast du mich nie angerufen? Wie glaubst du denn, hätte es irgendwas gebracht, wenn ich dich um Hilfe gebeten hätte? Ich sag dir was. Mach mir ein gutes Angebot und du kannst Rosenfeld haben. Das geht nicht. Erstens habe ich gar nicht das Geld dafür und zweitens ich... Du hast mich doch damals vertrieben. Du kannst doch nicht erwarten, dass ich jetzt zurückkomme. Nein. Das tue ich auch nicht. Du kannst gehen, wohin du willst. Aber wirf mir bitte nicht vor, wenn ich dasselbe tue. Thank you.
Fall noch etwas mit Sila sein sollte. Du weißt, wo du mich erreichen kannst. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich mache mir halt Sorgen. Sie ist das erste Mal trächtig. Und da will ich halt, dass alles glatt läuft. Das wird es, Olof. Lisa! Warte einen Augenblick, Axel. Was machen die Kleinen? Na sowas, die sind ja schon ganz schön groß geworden. Wow, sind die süß. Sie sind doch nicht krank, oder? Sie sind kerngesund. Aber wir können sie nicht alle behalten. Willst du nicht annehmen, Axel? Bist du schließlich auf die Welt geholt? Ich? Nee. Wenn ich aus jedem Wurf, den ich auf die Welt hole, ein Tier mitnehmen würde, dann könnte ich eine Zoohandlung aufmachen. Das geht wirklich nicht, Lisa. Tut mir leid. Aber sie sind doch so niedlich. Ich will sie nicht in fremde Hände geben. So. Hier, Axel, und keine Widerrede. Siehst du? Er liebt dich schon. Ihr beide seid wirklich unmöglich. Na denn, komm mit. Irgendein Plätzchen werden wir für dich schon finden, hä? Ihr seid mir Leute, du. Wie schaut's aus? Machen wir jetzt einen kleinen Ausritt? Ja? Verdammt noch mal, Luise. Gut, wie du willst, dann bleibt das eben hier. Ich habe sowieso noch nie gemocht. Denkst du an deine alten Triumphe? Na klar, es war ja immer ein super Gefühl für mich. Gott, was bist du denn für ein Kleiner? Na her. Wie heißt du denn? Er ist doch namenlos. Ich habe ihn gerade erst bekommen. Konnte wieder mal nicht Nein sagen. Der Axel mit dem großen Herz. Du hast damals schon alle herrenlosen Tiere aufgenommen. Schön, dass du hergekommen bist. Ich weiß nicht. Es ist vielleicht gar nicht so gut, alte Erinnerungen zu wecken. Ist sie nicht wunderschön? Als ich weggegangen bin, war sie noch ein Fohlen. Aber sie hat sich sofort an mich erinnert. Ihr seid beide erwachsen geworden. Marianne, ich mache den Äpfelkuchen gleich fertig. Wunderbar, Maria. Aber ich bin zum Essen eh nicht da. Ach so? Ja, tut mir leid. Tschüss.
du bleibst hier schön brav sitzen, ja? Hey, Axel. Hey. Du bist spät? Tut mir leid, ich bin aufgehalten worden. Fangen wir mit den Impfungen gleich an? Ach, die Pferde, die sind noch auf der Koppel. Es tut mir leid, Sven hat sie nicht geholt, ich hatte es ihm gesagt. Gut, dann komme ich einfach morgen noch mal vorbei, ja? Oder warum nicht später? Wir zwei könnten doch jetzt nach Aburga zum Essen fahren. In der Zwischenzeit kümmert sich Sven um die Pferde und wenn wir zurück sind, dann... Das geht nicht, ich habe Termine. Mikkelson wartet auch auf die Impfungen. Vergiss doch mal deine Termine. Es ist so ein schöner Tag. Außerdem haben wir zwei schon so lange nichts mehr miteinander unternommen. Wir müssen noch eine Menge besprechen. Wie es mit uns weitergehen soll, wenn ich in Stockholm bin. Ich komme morgen früh um 7. Und es wäre gut, wenn die Pferde wirklich im Stall stehen würden. Ich kümmere mich drum. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du mich heute Abend zum Essen begleitest. Heute Abend? Ich weiß nicht, ob... Du wirst mir jetzt keinen Korb geben, Axel. Du weißt, ich hasse es, wenn ich allein auf solche Veranstaltungen muss. Du hast mich noch nie im Stich gelassen. Komm, sei lieb. Okay. Wann? Um 7. Ich hol dich ab. Ich freue mich. Axel! Und? Was willst du hören? Dass es genauso schön ist wie früher? Dass ich Rosenfeld nie vergessen habe? Ja, es stimmt. Es ist, als sei ich nicht weg gewesen. Und? Was willst du tun? Sag mal, was wollt ihr? Soll ich alles umschmeißen, bloß weil Marianne abhauen will? Das hier, das hat doch schon lange nichts mehr mit mir zu tun. Sie haben mich damals vertrieben. Keiner hat mich aufgehalten, nicht mal Papa. Und jetzt soll ich alles aufgeben, bloß weil sie keine Lust auf Landleben hat? Nein, Axel. Aber warum nicht? Komm. Komm. Vater wollte nicht, dass es verändert wird. Maria, meine Maria. Oh. Ist ja gut, Kind, ist ja alles gut. Lass dich anschauen. Hübsch bist du, aber zu dünn. Ich habe das im Fernsehen schon immer gesehen, du bist viel zu dünn. Und richtig glücklich hast du auch nie ausgesehen. Komm, ich habe gerade einen Erdbeerkuchen gebacken und der Kaffee ist auch frisch. Ich muss zurück nach Stockholm. Erst isst du was und dabei erzählst du mir alles. Komm. Also gut. Hey, Axel. Papa. Na, was ist? Spielen wir Schach heute Abend? Oh, tut mir leid. Ich kann nicht. Ich habe Marianne versprochen, sie zu den Svensons zu begleiten. Ach, und was Marianne will, das tust du? Nein, ich... Ich dachte, die Sache zwischen euch ist ja längst vorbei. Ist sie ja auch. Es ist nur ein Freundschaftsdienst. Sie geht nicht gern alleine aus. Aber sag mal, hast du ihr das Kreditangebot für das Gestüt schon gemacht? Ja, sogar ein großzügiges. Aber sie hat es sich nicht mal richtig angesehen. Sie will nicht. Ich verstehe diese Frauen nicht. Wie können sie Rosenfeld in fremde Hände gehen lassen? Frauen? Ja, Luise, ich habe sie getroffen. Dachte natürlich sofort, sie sei zurückgekommen. Du kennst ihre Pläne? Ja, Pferdezucht in Dubai. Sicher sehr reizvoll. Aber wir brauchen so talentierte Leute wie Sie auch hier. Und dass so ein Gestüt wie Rosenfeld einfach aufgegeben werden soll. Hast du nicht versucht, im Reitverband einen seriösen Käufer zu finden? Ich meine, du als Vorsitzender, du kennst doch jeden, der die Möglichkeiten hätte, so ein Gestüt zu kaufen und zu führen. Und zu groß, zu teuer, zu viele Schulden. Man muss schon eine besondere Beziehung zu dem Gestüt haben, wenn man sich auf so ein Vorhaben einlassen soll. Ich wünschte, ich könnte Luise umstimmen. Das wünschte ich auch.
Aber mach dir keine Hoffnungen, Papa. Ich denke, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es das Gestüt Rosenfeld bald nicht mehr geben wird. So traurig das auch ist. Also dann, mach's gut, Luise. Es war schön, dich mal wieder zu sehen, Maria. Soll ich Marianne einen Gruß sagen? Von mir aus. Aber dann sage ich auch, dass sie sich das hier noch mal überlegen soll. Ich glaube, das ist zu spät. Warum tut sie das? Marianne hat nie hierher gehört. Sie hat deinen Papa geliebt. Deswegen ist sie geblieben. Was soll das heißen? Dass es nur meine Schuld ist, dass ich mit Papi keinen Kontakt mehr hatte? Es spielt doch keine Rolle mehr. Schuld, nicht Schuld. Du warst ein trotziges, verletztes Kind und Marianne eine verliebte Frau. Das konnte nicht gut gehen. Ja, ja, ich weiß. Komm mal her. Mach's gut. Jo. Marianne Steenfeld? Herr Söderlag, ja. Ach, das ist aber schön. Gut, wann wollen Sie vorbeikommen? Fein. Bis morgen dann. Ja, ich freue mich. Danke. Love is more than just a game for two. Two in love can make it, take my heart, but please don't break it. Love is made for me and you. Na, was machst du denn hier? Sag mal, hat dir die Frau sie auch so gut gefallen? Luise. Also, mir hat sie sehr gefallen. Bist du noch da? Ja, ich wollte fragen, ob du Lust hast, auszureiten. Aber kein Wettreiten. Ich habe die Niederlage von damals noch nicht verschmerzt. Na gut, wir lassen dich gewinnen. Versprochen. Oh mein Gott, ich habe ganz vergessen. Ich kann gar nicht. Ich habe einen Termin. Okay, verstehe ich. Na dann. Marianne. Wer bin ich? Bist du fertig? Wir sind ein bisschen spät. Ich weiß. Oder sollen wir schwänzen? Und dann könntest du uns was kochen und wir machen uns ein gemütliches. Es tut mir leid. Ich wollte dich gerade anrufen. Ich kann nicht. Ich meine, ich kann dich leider nicht begleiten. Notfall bei Mickelson. Die beste Kuh kalbt. Scheint ein größeres Problem zu sein. Es tut mir leid. Das kannst du nicht machen. Du hast mir versprochen, dass du für mich Zeit hast. Ich weiß. Mein Gott, was soll ich machen? Du versetzt mich wegen einer Kuh? Wegen einer kalbenden Kuh? Nein. Das ist mir noch nie passiert. Na gut, dann viel Spaß. Mit deinem Termin? War plötzlich nicht mehr wichtig. Mhm. Wieso kann es nicht immer so sein? Könnte es vielleicht. Du müsstest nur... Hasselroth?
Ja, kein Problem. Was? Sind Sie sich da sicher? Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Nein, ich will Ihre Kompetenz nicht anzweifeln. Sie haben ja recht. Gut. Ich warte darauf. Das war das Labor. Sie haben die Blutproben von Pilot ausgewertet. Er ist gedopt worden. Man hat Butzeterol in seinem Blut gefunden. Das ist unmöglich. Axel, du glaubst doch nicht mehr, dass ich ihn mit dem Pferd gedopt habe. Die müssen etwas verwechselt haben. Dr. Miller sagt, eine Verwechslung sei ausgeschlossen. Das kann nicht sein. Ich würde doch niemals mein Pferd dopen. Bitte, Axel. Du glaubst mir doch. Sag, dass du mir glaubst. Natürlich glaube ich dir. Es ist nur, die Fakten sagen leider etwas anderes. Aufklären. Selbstverständlich ist unser Pferd niemals gedopt worden. Ging es ums Geld? Wo kommen die her? Woher wissen die das so schnell? Das übliche Pack. Ist alles in Ordnung? Was soll das, Markus? Ich verstehe das alles nicht. Wie kann sowas passieren? Es gibt viele Neider. Ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere ein Interesse daran hat, uns zu schaden. Mit solchen Mitteln? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nur ein böser Scherz sein. Die Welt ist schlechter, als du denkst. Alles gut? Mein Schöner. Hey. Du bist nicht gedopt. Ich weiß das. Du nicht. So, Anna, gib dem Kleinen dreimal am Tag jeweils 5 Tropfen. Okay? Okay. Ja? Hey, du. Danke. Praxis Haslot. Dr. Miller. Die zweite Probe also auch. Ganz sicher. Ja, natürlich zweifle ich nicht an Ihrer Kompetenz. Ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Luise Steenfeld hat das doch gar nicht nötig. Mein Pilot ist seit Jahren auf der Siegerstrecke. Ich danke jedenfalls für Ihre schnelle Nachricht. Hey du, Dr. Miller. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Was wir tun können, das habe ich veranlasst. Es wird noch eine zweite Probe geben und die wird zweifelsfrei beweisen, dass Pilot nicht gedopt war. Hör auf zu grübeln. Komm, freu dich. Das wird ganz toll, wir beide in 1001 Nacht. Markus, bitte lass das. Ja? Was? Ich komme sofort. Pilot, das ist ganz schlimm. Was ist denn? Hey. Gut, dass du da bist. Er hyperventiliert. Hey, was ist denn los, mein Kleiner? Ganz ruhig. Wann kommt der Arzt? Am OP, als ich angerufen habe. Aber er müsste schon unterwegs sein. Er ist ganz heiß. Oh mein Gott, was machst du denn für Sachen, mein Schatz? Ich hole den Arzt. Ist mir egal, ob du operiert. Axel, was machst du hier? Was ist denn los? Komm. Was ist denn los? Wie lange ist er schon in dem Zustand? Keine Ahnung. Ich bin vor einer halben Stunde gekommen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Und Axel, hilf ihm. Bitte. Was hat er? Bitte, was ist los mit ihm? Das kann ich nicht so schnell sagen. Aber es sieht so aus, als ob er Fieber hat. Probleme mit der Atmung. Ich muss ihm Blut abnehmen. Was? Aber er war immer total fit. Naja, so fit kann er nicht gewesen sein. Sonst wäre er nicht gedopt worden. Hilf ihm, Axel.
Ach, bitte, er muss gesund sein, wenn wir nach Dubai gehen. Wann soll das sein? Am Sonntag, das weißt du doch. Ich weiß nur eins, Luise. Dieses Pferd kann die nächsten Wochen nicht nach Dubai fliegen. Das wird er nicht überleben. Ich lasse dich nicht allein. Ich habe die ganze Zeit versucht, dich anzurufen. Wieso gehst du nicht ans Telefon? Ich war beim Zoll. Da gab es noch eine Menge zu unterschreiben. Wie geht's Pilot? Ach, das interessiert dich wirklich. Ich hatte den Eindruck, das ist dir völlig egal. Er hat eine schwere Lungenentzündung. Was? Das gibt's doch nicht. Und du hast es gewusst. Stimmt's? Komm, gib's zu. Axel hat gesagt, dass die akute Phase so 3-4 Wochen her sein muss. Vor 4 Wochen war ich in Schottland und habe mir die Pferde für den Scheich ausgesucht. Ja, und? Ja, und? Wer hat das Buterol gespritzt? Ich muss das wissen. Markus, verdammt, sag es mir! Meine Güte, Luise, jetzt reg dich bitte nicht so auf. Der Pilot hatte plötzlich Probleme mit dem Atmen 4 Wochen vor dem letzten Springen. Das ist doch normal, dass man was tut. Normal? Aber es ist nicht normal, dass man das verschweigt. Wieso hast du mir nichts gesagt? Ich wäre niemals das Turnier mit einem kranken Pferd gesprungen. Er war wieder gesund und du hast gewonnen. Ach, du spinnst doch! Du hast mit seiner Gesundheit gespielt und mit meiner Karriere. Wegen einem Sieg? Markus, ich kann das nicht glauben. Der Sieg im Victoria-Stadion war die Krönung deiner Karriere. Der Glanzpunkt. Hättest du wirklich darauf verzichten wollen? Mal abgesehen davon, dass dieser Sieg deinen Marktwert noch mal unglaublich gesteigert hat. Mein Marktwert? Der ist ja jetzt gleich null. Es tut mir wirklich leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass man das Medikament auch nach 2 Wochen noch nachweisen kann. Niklas hatte mir Niklas? Versichert... Du hast Pferd Niklas an mein Pferd gelassen? Luise, bitte. Diesen Quacksalber, dem man die Approbation entzogen hat? Ist halt blöd gelaufen. Magst du auch einen Espresso? Gut, dann eben nicht. Ich komme nicht mit. Wie bitte, was soll denn das heißen? Ich komme nicht mit heißt... Es ist vorbei. Ich bitte dich, Luise, das ist doch Blödsinn. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber wer macht denn das nicht? Sieh einfach nur nach vorne auf unser neues Leben. Ich verstehe ja, dass du aufgebracht bist. In ein paar Tagen hast du das alles vergessen. Da liegen wir am Strand. Die Luft ist lau, das Meer ist warm. Komm, Liebling, hör auf, dir Sorgen zu machen. Hm? Am Sonntag sitzen wir im Flieger und lassen das alles hinter uns. Du hörst nie zu. Ich fliege nicht mit nach Dubai. Sag mal, weißt du eigentlich, was du da gerade machst? Du wirfst deine Zukunft, unsere Zukunft weg. Unsere Zukunft, die gibt's nicht mehr. Und weißt du was? Es tut mir nicht mal weh. Das ist der Weg nach Dubai. Ich fahre nicht. Wieso? Was ist los? Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Und was ist mit Pilot? Ich werde ihm im Gestüt unterbringen, damit er sich erholen kann. Gute Idee. Soll ich mitkommen? Ja, gerne. Die Weide bringen bitte, ja? Ja, Frau Marianne. Danke. Ja.
machst du denn hier? Hey, Marianne. Hey, Axel. Hallo, Marianne. Du, Pilot braucht dringend Ruhe und frische Luft. Ich wollte ihn für ein paar Tage jetzt zur Kur unterstellen. Pilot? Das ist doch das gedopte Pferd mit der Lungenkrankheit. Also, tut mir leid, aber das geht wirklich nicht. Was? Ja, das geht nicht. Ich kann doch kein krankes Pferd hier unterstellen. Ja, aber er ist total schwach und muss sich erholen. Und außerdem haben wir den Stall in Stockholm gekündigt. Also verstehe mich nicht falsch, aber ich bin gerade dabei, meine Pferde zu verkaufen. Da will ich kein Risiko eingehen. Das tust du auch nicht, Marianne. COPD ist nicht ansteckend. Der Pilot stellt damit für die anderen Pferde keine Gefahr dar. Wer weiß, was der noch alles hat. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt's. Du wirst schon einen anderen Platz für ihn finden, okay? Marianne! Lass sie. Also, ich habe einen Stall am Haus. Du kannst ihn bei mir lassen. Das ist nett, aber ich brauche einen Platz, wo ich in seiner Nähe bin. Ich kann ihn jetzt nicht allein lassen. Also, wenn du willst. Mein Haus ist groß genug. Du könntest das Gästezimmer haben. Herzlich willkommen. Na dann, wollen wir dein neues Zuhause inspizieren. Und später untersuche ich dich noch mal gründlich. So, mein Schatz. Jetzt ist alles in Ordnung. Hier bist du gut aufgehoben. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin. Schön hier. Einen Namen, hm? In sowas bin ich ganz schlecht. Ja, ist aber nicht gerade kreativ. Mal sehen, was uns da einfällt. Hm? Du kannst doch nicht ewig namenlos bleiben. Ja. Komm, ich zeig dir das Gästezimmer.